Ihr's hochhetzt gegen Neiter. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde in diesem Video den guten Neitern verteidigen. Aber mal langsam. Schauen wir uns erstmal an, was Tobias Hoch überhaupt geschrieben hat. Solcher Unsinn wird täglich auf Twitch verbreitet. Israel-bezogener Antisemitismus mit Hamas-Propaganda. Dem Streamer Neitern sterben nicht genug Juden-Israelis im Kampf gegen die Hamas und daher ist Israel vermutlich schuld. Schauen wir uns mal den Clip, den Tobias Hoch hier geteilt hat, an und schauen wir uns dann mal an, was Neitern hier tatsächlich gesagt hat. Die Vorwürfe lassen sich daraus nicht schlussfolgern. Deswegen gerade schon diese Ankündigung, Tobias Hoch hetzt gegen Neitern. Also jetzt bitte nicht umschalten, nicht abhauen. Ich werde jetzt tatsächlich einmal erklären, warum Neitern nicht im Unrecht ist. Der Clip stammt wie, mal wieder von Privatjesus. Das ist so ein Twitter-Account, der häufig mal Clips von Neitern oder Shiyoka oder anderen Leuten ist der Bubble erstellt. Aber der Clip hier, den schauen wir uns jetzt an. Anzahl der Todesopfer und Verletzten im Krieg zwischen Hamas und Israel seit dem 7. Oktober. Ja, das scheint ein Krieg zu sein. Ich würde schon sagen, dass es ein Krieg ist, ne? Das ist ein Krieg. Das ist nicht ein Abschlachten. Das ist kein Genozid. Das ist tatsächlich ein Krieg, wo sich zwei Armeen gegenüberstehen oder so, ne? Naja. Ja. Mhm. Vorzugehen. Dabei weiß man, dass die Hisbollah über ein sehr großes Waffenarsenal verfügt, das durchaus auch die israelischen Raketenabwehrsysteme überfordern könnte. Man weiß, dass die Hisbollah über Raketen und Drohnen verfügt, die auch weit ins Landesinnere vordringen können. Aber, und das hört man auch immer wieder aus Militärkreisen, man geht davon aus, dass man erst einmal den Krieg in Gaza langsam zu Ende führen muss, dass der Krieg in Gaza so weit aufhören muss, um wirklich den ganzen Fokus auf den Norden zu richten und eben da mit voller Aufmerksamkeit vorzugehen gegen die Hisbollah. Ihr habt es gerade gesehen, in Gaza mittlerweile über 40.000 Tote, die riesige Mehrheit davon Zivilisten. Mehr als die Hälfte Frauen und Kinder. Erstmal die im Gaza alle abschlachten und wenn die alle vernichtet sind, dann können wir die im Norden auch noch alle umbringen. Ne? Aber erstmal müssen wir in Gaza fertig kriegen mit dem Genozid. Im Libanon. Ja, das war Pia Steckelbach. Die sich mal ficken gehen kann. Holy shit, ey, was ist das denn wieder für eine beknackte Berichterstattung? Kein einziges Wort über die ganzen Zivilisten, die hier wieder von Israel in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Kein einziges Wort darüber, dass auch mal wieder iranische Offizielle tatsächlich gestorben sind und auch angegriffen wurden, was natürlich wieder dazu führt, dass die Lage noch angespannter wird, ne, so. Also Israel ist die ganze Zeit Benzin ins Feuer am Kippen, ist die ganze Zeit am Provozieren, ist die ganze Zeit dabei, irgendwie die Lage im Nahen Osten weiter zu eskalieren. Kein Wort dazu. Nö, warum auch? Warum sollte man auch eine vernünftige Berichterstattung machen? Also abgesehen von diesem einen Ausfall in der Mitte, dessen Wortwahl ich jetzt auch nicht teile, ist das doch eigentlich eine richtige Analyse. Also Israel provoziert die ganze Zeit den Iran, es provoziert die Hisbollah, natürlich mit dem Ziel, dort einen großen Krieg vom Zaun zu brechen. Israel sieht jetzt die Chance gekommen, in der Region mit seinen Feinden aufzuräumen. Im Kleinen mit der Hisbollah und im Großen mit dem Iran. Das ist das aktuelle Ziel der israelischen Politik. Und für Benjamin Netanyahu hat das sicherlich auch den Vorteil, dass er länger an der Macht bleibt. Also der Mann, der würde wegen den Korruptionsprozessen, die er da am Laufen hat, eventuell im Gefängnis landen, sollte er nicht mehr Ministerpräsident sein. Deswegen hat er ein Interesse daran, diesen Krieg möglichst lange in die Länge zu ziehen, möglichst viele neue Kriege zu beginnen. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, was Tobias Hoch hier geschrieben hat. Solcher Unsinn wird täglich auf Twitch verbreitet und natürlich Twitch getaggt. Israel-bezogener Antisemitismus mit Hamas-Propaganda. Also erstmal stimmt das nicht. An keiner Stelle hat Neitern irgendwas Antisemitisches gesagt. Und er hat auch keine Hamas-Propaganda verbreitet, was auch immer das sein soll. Also das ist nur eine weitere Diffamierung von Tobias Hoch, die mit der Realität nichts zu tun hat. Also in dem Sinne haben wir jetzt tatsächlich mal einen Clip gefunden, wo Neitern nicht derjenige ist, der im Unrecht ist.
Hat ganz schön gedauert, aber ist auch mal interessant. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.